So, hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Quantus, und wie ihr vielleicht dem Titel entnehmen konntet, möchte ich heute den Warden 2 Level hoch machen. Dazu werden wir uns das Buch der Helden kaufen. Die Clanspiele sind vorbei. Ich habe, also beziehungsweise mein Clan hat hier alle Punkte erreicht, 75.000, 50.000 waren gefordert, und dann holen wir uns erstmal die Belohnungen. Und zwar natürlich das Buch der Helden. Hier brauche ich das Elixier, um den Warden noch ein zweites Mal zu leveln. Hier nehme ich das Buch des Bounds. Hier überlege ich, ich glaube, ich nehme tatsächlich die Gems, weil ich hier so wenig Gems habe. Hier nehme ich den Mauerring. Und hier nehmen wir nochmal die Gems. So, dann werden wir das mal machen. Und werden gleich die gewonnenen Gems investieren, um den Warden fertig zu machen auf Level 22. 29 Gems sind dafür vonnöten. So, das war erstmal der erste Teil. So, jetzt leere ich meine Schatzkammer, wo natürlich nur Elixier drin ist. Jetzt habe ich 11,6 Millionen. Die werden gleich wieder reinvestiert in das 24. Level des Warden. 10,6 Millionen brauche ich dafür. So, wir müssen noch kurz warten, bis das Hindernis abgebaut wurde. So, jetzt geht's. Warden ist im Bau auf Level 24 und ich benutze jetzt das Buch der Helden, um ihn auf Level 24 fertigzustellen. So, und zusätzlich werden wir mal schauen, was wir jetzt noch machen können. Ich werde natürlich versuchen, die letzten Mauerstücke, die mir jetzt noch fehlen, zu machen. Also beziehungsweise die letzten Mauerstücke auf Level 11. Es sind jetzt hier ein Mauerstück. Machen wir mit dem Ring, dem Mauerring. Dafür brauchen wir zwei Mauerringe. So, das wäre das erste. Dann haben wir hier noch eins. Das machen wir mit Gold. Das ist das zweite. Und das dritte machen wir auch noch mit Gold. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob mir jetzt noch eins fehlt. Ich werde mal gleich schauen. Oder ob ich alle Mauerstücke jetzt auch auf Level... Gucken wir mal Mauern anzeigen. Ja, ein einziges Mauerstück fehlt noch. Okay. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Dann werden wir jetzt mal einen Angriff machen. Es sind zurzeit neue Ereignisse am Laufen. Und wir schauen mal, ob wir mit den Elektrodrachen und Klonzauber was reißen können. Weil das sind... Und Heiler. Ich versuche die Ereignisse, die jetzt gerade am Laufen sind, in einem zu schaffen. Also ich habe 4 Heiler. Ich habe... mehrere Elektrodrachen und ich habe auch Klonzauber dabei. Die Kosten sind relativ gering für die Truppen. Das ist natürlich klar. Wir können mal reinschauen, was ich hier ausgebildet habe. Und zwar sind es 7 Elektrodrachen, 4 Heiler, 2 Loons und 4 Bogies. An Zauber habe ich 3 Klonzauber, 2 Frostzauber und das war's. Wir können mal jetzt in die Schnellausbildung gehen, was das kostet. So, also 7 Elektrodrachen. So, dann 2 davon, 4 hiervon, 4 hiervon. Sind wir bei 50.000 Elex und jetzt kommen noch die Klonzauber, 3 Stück. Und 2 Frostzauber. So, bin ich bei 96.400 Elex und 0 Dunkles. Der einzige große Nachteil ist die Dauer. Die Ausbildungsdauer ist 51 Minuten. Aber wie ihr seht, habe ich meine Kasernen geboostet. Also werden wir jetzt mal versuchen, 2 Live-Angriffe zu machen. So, dann wollen wir mal starten. Falls es zu lange dauert, werde ich euch rauskippen. Das heißt, ich werde dann einen kleinen Schnitt machen und warten, bis der Gegner da ist. So. Ja, zusätzlich haben wir einen weiteren Community-Clan-Krieg am Laufen.
Und wir haben auch einen kleinen Krieg gestartet. Wir hatten jetzt nur noch 6 Leute, die auf Grün waren im Hauptclan, weil ganz viele Leute leveln ihre Helden. Ich war ja auch dabei und habe den Warden gelevelt eine ganze Woche. Jetzt hatte ich ja das Buch der Helden und konnte das gleich verwenden. Ja, also wenn wir jetzt keinen Gegner finden, dann werde ich das rausschneiden. Ich sag dann mal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe einen Gegner gefunden, ein Rathaus Elva. Den werden wir jetzt mal angreifen und hoffen wir mal, dass wir 3 Sterne holen. Ich werde versuchen, hier auf den Adler loszugehen mit meiner Karre. Aber nicht so wirklich direkt, weil wir da den Single Inferno haben. Das heißt, ich werde hier so ein bisschen. Ach doch, warten wir mal. Wir fangen mal doch hier an. Erstmal die Kanonenkarre, dann kommen die Magier dahinter. So, dann kommen alle 3 Helden. Und ja, dann warten wir noch ein bisschen, wie weit die Karre reinkommt. Ein Wutzauber drauf auf die Karre. Ah, jetzt kommt der Single Inferno. Das heißt, ich werde schon mal einen Wutzauber setzen. Und ja, hoffen, dass die Walküren, ja, das haben sie wunderbar gemacht. Die Walküren haben sich gekümmert um den Adler. Genauso sollte es sein. So, jetzt heißt es nur noch, die Heilzauber vernünftig zu setzen. Und den Warden können wir natürlich auch nochmal zünden. Also das wird, denke ich mal, ein ganz klarer Overkill werden. Ich werde jetzt mal den Warden zünden gleich. Jetzt zünden wir mal den Warden. Und dann machen wir hier mal beim Bombenturm nochmal einen Heilzauber hin. Also ich denke mal, einen Heilzauber machen wir hier noch. Bei dem zweiten Magierturm. Und dann soll es das gewesen sein. Obwohl, ach, ich habe ja danach Elektrodrachen. Ich muss die Heilzauber sowieso loswerden. Dann können wir jetzt nochmal vielleicht die Helden ein bisschen hochheilen. Ich muss die sowieso loswerden, die Zauber, auch den Giftzauber. Naja gut, den Giftzauber kann ich vielleicht noch jemandem spenden. So, ja, war natürlich nicht so schwer, mit diesen Truppen hier 3 Sterne zu holen. So, jetzt werde ich nochmal Truppen anfordern und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich werde die Queen nochmal fertig jammen. Die Drachen sind fertig. Ich mache nochmal einmal die Schnellausbildung. Aber ich gucke erstmal, ob irgendeiner noch einen Giftzauber gebrauchen kann. Nein, leider nicht. Da muss ich den Giftzauber mal rausschmeißen. Wobei, eigentlich kann ich den auch drin lassen. Dann spare ich noch ein bisschen Alex. So, dann machen wir jetzt hier nochmal die Schnellausbildung. 96.000 Alex. Und dann schauen wir mal, wie dieser Kampf dann noch läuft. Aber erstmal fordere ich nochmal Truppen an. Max Lohns. Max Wut und MV. So, das habe ich schon mal alles vorbereitet. Ups. Muss mir noch einen Mauervernichter spenden. Deswegen war jetzt gerade Schwarzbild. Das liegt daran, weil ich auf Vollbild bin. Es wird jetzt gleich nochmal schwarz werden. So, und zwar jetzt. Okay. Ja, das ist jedes Mal, wenn ich den Monitor wechsle. Ich hatte jetzt den Turbo Rusher hatte ich auf dem anderen Monitor. Und weil ich den Monitor gewechselt habe, gab es halt dieses Schwarzbild. Das ist leider nicht zu verhindern. Also ich hoffe, dass ich jetzt noch genug Alex zusammenbekomme mit dem nächsten Angriff, um dann noch ein Mauerstück zu machen. Dafür brauche ich 400.000 Alex. Sollte möglich sein. So, dann schauen wir mal. Vor allen Dingen, ja, ich muss überlegen mit dem Queen Walk. Weil ich habe keine Wutzauber dabei.
Also außer den einen Wutzauber, den ich in Aklanburg habe, das ist der einzige Wutzauber. Also wir machen jetzt nochmal einen kleinen Schnitt, bis ich einen Gegner gefunden habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ja, das erste Mal, dass ich so richtig Klonzauber einsetze. Mal schauen, wie wir hier vorgehen werden. Also ich werde mal versuchen, ja, hier reinzugehen. Mit dem Queen Walk. So, das heißt, wir setzen als allererstes den Mauervernichter. Dann kommen zwei Loons. Dann kommt die Queen mit den Heilern. Und dann kommt der Warden. So, wie gesagt, wir haben nur einen einzigen Wutzauber. Aber gut, ich kann natürlich die Queen zünden. So, jetzt. Okay, das geht schon mal ganz gut. Also ich wollte auf jeden Fall die Luftabwehr natürlich down bekommen. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Und der Warden hatte sich kurzfristig entschieden. So, jetzt schnell mal die Queen zünden. Ein Giftzauber hier auf die Miner drauf. Und einen Frostzauber auf den Inferno. Naja, das wird mir nicht viel nützen. Der wird gleich wieder die Queen fokussieren. Ja, jetzt kann ich nur noch den Warden zünden. Und hoffen. Ja, haha, Glück gehabt. Die Queen ist aus dem Radius gegangen. So, und jetzt greifen wir hier mit den Elektrodrachen an. So, da kommen die Elektrodrachen. Okay, dann können wir hier gleich mal, sobald die Elektrodrachen ein bisschen weiter fortgeschritten sind, Klonzauber setzen. So, dann machen wir da mal einen Klon hin. Und hier mal ein Klon. Und dann machen wir nochmal einen Klon. Und dann kommt der Wutzauber hier auf die Elektrodrachen. Dass die sich dann um den ums Rathaus kümmern. So, das hat sehr gut geklappt. Die Queen ist in der Zwischenzeit gestorben. Ja, wir haben Maximum Prozente. Ich kann jetzt hier eigentlich nochmal. Der Adler lebt noch. Im Grunde genommen brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Naja, ich kann hier nochmal. Hier haben wir kein Single Inferno. Jetzt kann ich hier den King nochmal setzen. Wobei, doch, hier ist doch ein Single Inferno. Aber gut, dann gucken wir uns nochmal den Kampf King gegen King an. Die anderen Helden sind ja jetzt eh, muss ich ja eh drauf warten. Jetzt können wir den King nochmal zünden. Ah ja, vielleicht kriegen wir, Schatz kann man noch bekommen, sehr schön. Da war nochmal ein bisschen Loot drin. So, jetzt gleich ist der Single Inferno auf dem King. Nein, nee, der zweite Single Inferno, ja, da hat der natürlich keine Chance mehr. 86%, 2 Sterne. Also, es hat ausgereicht, um das Mauerstück, was ich noch unbedingt bauen wollte, zu bauen. Das ist dann auch für mich ein erfolgreicher Abschluss. Also 2 Sterne ist schon mal ganz okay, wenn man bedenkt, was die Truppen recht wenig gekostet haben. Also 96.000 Alex, ihr habt es ja gesehen. Das ist wirklich sehr wenig. Ich zeige euch nochmal die Schnellausbildung. Waren sogar noch weniger, weil der eigentlich sind nur 78.000 Alex gewesen. Ich habe ja den zweiten Frostzauber rausgeschmissen und dafür den Giftzauber, der noch da war, mitgenommen. Jetzt machen wir hier wieder die Schnellausbildung mit den Elektrodrachen und wir sehen, es sind genau 2 Millionen übrig geblieben für das letzte Mauerstück, was noch nicht Level 11 war. Ich zeige euch das jetzt nochmal kurz. Mauern anzeigen. Nur noch dieses eine Mauerstück hier. Und dann habe ich alle Mauern mindestens auf Level 11. 2 Mauerstücke habe ich schon auf Level 12. Ab jetzt kostet es dann für mich, ein Mauerstück zu leveln, 4 Millionen. Also die Kosten, ups, ich zeige euch das mal hier, die Kosten haben sich verdoppelt von Level 11 auf Level 12. Und von Level 12 auf Level 13, da kostet ein Mauerstück 5 Millionen. Ja, so, das soll es dann von mir erstmal gewesen sein. Also ich werde weiter farmen mit Elektrodrachen. Das denke ich mal ist das lukrativste. Ich werde jetzt hier nochmal einen kleinen Wutzauber
für den Warden setzen, weil den hatte ich ja gelevelt, der war nicht mit drin. Und dann werde ich mich verabschieden. Denkt dran, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Unten in der Beschreibung könnt ihr zum Beispiel einen Link für die Musik, die im Hintergrund gelaufen ist, finden. Weiterhin ist da zum Beispiel auch der Kanal von meinem Sohn verlinkt, der auch YouTube macht. Der macht so ein bisschen Fortnite und Minecraft, könnt ihr mal gerne reinschauen. Und des Weiteren sind auch noch Links da für Amazon, also wo ich zum Beispiel mein Greenscreen gekauft habe. Wenn ihr über diesen Link bestellt, dann würdet ihr mich unterstützen, da kriege ich nämlich ein paar Prozente. So, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im nächsten Livestream. Tschüss, euer Quantus.